Servus Leute, heute ist Freitag und das heißt Review-Zeit bei uns. Wir haben heute mal eine Waffe, die wir uns privat gegönnt haben, ganz normal gekauft, regulär gekauft zum ganz normalen Verkaufspreis. Und ich bin auf die Waffe sehr gespannt, weil ich wollte die schon immer mal haben, schon immer mal im Test haben. Und was da drin ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir wie immer mit dem Lieferumfang an. Ich wollte euch jetzt absichtlich mal den Karton zuzeigen, weil ich finde, dass die Aufmachung, die Bedruckung des Kartons sehr gelungen ist. Also wie gesagt, dieses Grau, Schwarz-Weiß ist schön gelungen und schaut in meinen Augen relativ ansprechend aus. Natürlich ist es so, dass der Inhalt zählt und deswegen machen wir kurz ein. Der Inhalt, wie ich finde, ebenfalls sehr ansprechend aufgeteilt, ähnlich fast bisschen von Marui abgekupfert. Die machen das ja ähnlich mit den Klebestreifen, mit den Klettstreifen in dem Karton, dass die Waffe halt nicht verrutschen kann. Es ist schön aufgemacht, es sind kleinere Details angebracht, wie hier oben zwei oder drei, vier, fünf Schriftzüge. Ja, muss ich sagen, ist sehr angenehm. Hat mich auf erstes Mal ziemlich gewundert, wie die Waffe zu mir kam. Und ja, passt eigentlich, ne? Dann haben wir hier ein kleines Kartönchen. Dem Kartönchen, das packen wir mal fix aus. Ist schön verpackt. Einmal ein Ersatzsteckerkabel mit ein paar, ja, was sind das? Schrauben und Ansteckdingern, eigentlich schön gelungen. Und das Magazin noch mal eingepackt hier. Das packen wir auch mal fix aus. So, ist ein 120 Schuss Midcap Magazin. Wie ich finde, aus Stahlblech auch sehr schön gelöst und ist auf jeden Fall verpackungstechnisch mal was Besonderes. Ist nicht so dieser 0815 Käse. Dann haben wir eine Betriebs- und Bedienungsanleitung. Die blende ich euch jetzt kurz mal unten ein. Da wird wie immer angegeben, wie man den Akku einlegt, wie man sie zerlegen kann, wie der Bolt Catch funktioniert, wie man das Hop-Up einstellt. Und auf den letzten paar Seiten ist schön angegeben eine kleine Explosionszeichnung von den Teilen, Teile mit Teilenummer, um die Waffe halt anständig oder halt dementsprechend zu warten, beziehungsweise Sachen nachzubestellen, wenn es denn nötig ist. Bolt legt er hier noch dabei, legt noch schön mit dabei einen kleinen Aufkleber und ja, finde ich eigentlich recht schön gemacht. Machen wir weiter mit unseren Aufnahmen. Beginnen wir wie immer von vorne nach hinten. Wir haben als allererstes natürlich eine schöne Mündungsfeuerbremse, MK12 typisch. Schraubt man diese ab, was natürlich geht, kommt ein 14 mm Negativgewinde zum Vorschein. Da kann man dann zahlreiche Silencer oder sonstiges anbringen. Wir schauen mal. Es ist nicht magnetisch, also es ist aus Aluminium Druckguss gefertigt. Weiter hintenführend haben wir vorne noch das Korn. Das Korn lässt sich in der Höhe variabel einstellen und haben wir gemerkt, zum Beispiel beim ersten Aufklappen oder beim Aufklappen an für sich ist es relativ schwerfällig. Also es geht relativ straff, ist straff gefedert, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, ist sogar gut. Dann klappt es wenigstens nicht einfach beim Spielen um. Hier schauen wir auch nochmal schnell. Also die Befestigung ist Metall und der Bolzen, was das Korn trägt, ist ebenfalls aus Metall gefertigt und dementsprechend die Stabilität ist auf jeden Fall gegeben. Machen wir weiter mit dem Hauptgehäuse von der Waffe. Wir haben
alles aus Aluminiumdruckguss gefertigt. Wir haben keine Stahlteile verbaut, bis auf das Dustcoverblech. Das ist aus Stahl gefertigt. Dann haben wir hier zahlreiche die Pins, wie hier zu sehen, ebenfalls aus Stahl gefertigt. Zum Hauptgehäuse selber schneide ich jetzt schnell nochmal die Rail an, weil da uns ein bisschen was aufgefallen ist. Die Rail ist so verarbeitet, top, nicht scharfkantig, gar nichts, sitzt einwandfrei auf der Waffe, aber dazu muss man sagen, wie die Waffe kam, musste man die Barrelnut ein bisschen nachjustieren, ein bisschen festdrehen, weil das Rail-System leicht gewackelt hat, wie sie kam. Ist aber jetzt an für sich kein Problem, kein Ding, hat man schnell behoben. Was mir auch oder was uns auch noch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass das MOSFET nach vorne verlegt ist, aber der Stecker hinten ist. Das dementsprechend guckt vorne durch das Rail-System leicht das MOSFET durch, die MOSFET-Schaltung, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert, aber ich will es nur mal angesprochen haben. Dann haben wir selbstversprechend dass das Coverblech, was einmal frei schließt, auch nicht von alleine aufgeht. Wir müssen hier auf jeden Fall den Charging Handle zurückziehen, um hier unser Hop-Up einzustellen, was auch der erste Kritikpunkt mit ist, zum Beispiel ist, dass ich das Dustcoverblech hinten halten muss, damit ich hier schön bequem, da, bequem an meinen Hopper rankomme, dass ich das schön einstellen kann. Ja, dann haben wir natürlich noch die Feuerwahlpositionen. Wir haben Safe, Semi und Auto, ganz normal AR-15 typisch. Lässt sich schön straff einstellen, verstellt sich nicht, ist einwandfrei. Magazinauswurfhebel ist leider nur einseitig bedienbar, aber das ist bei dem Modell so, auch in der scharfen Version. Ist auch sehr straff gefedert, an für sich ist alles einwandfrei verarbeitet. Der Pistolengriff oder der Handgriff, wo der Motor sitzt, ist ein Standard Kunststoff AR-15 Pistolengriff und beinhaltet das Technische. Wir haben auch hier oben noch die Kimme, ist ebenfalls sehr straff gefedert und auf jeden Fall verstellt die sich nicht von alleine so einfach. Diese lässt sich ebenfalls noch von links nach rechts und von oben nach unten, wo ist es? Da ist es, von oben unten einstellen und somit auf meine Bedürfnisse anpassen. Gehen wir noch schnell ein bisschen auf den Schaft ein. Der Schaft ist, wie ihr schon seht, ein Standard Crane Stock. Die Buffer Tube schön aus Metall gefertigt und schön verarbeitet, sitzt auch bombenfest, bewegt sich gar nichts. Auch die Crane Stock an für sich hat ein leichtes Spiel, ist aber nicht der Rede wert. Das haupttechnische Teil von der Waffe ist, diesen Crane Stock, das Batteriefach unterzukriegen. Es lässt sich zwar schön verstellen, also auch ziemlich straff verstellen, ich glaube, 6 verschiedenen Positionen lässt sich das variabel meinen Bedürfnissen einstellen. Das Akkufach befindet sich jeweils links und rechts und im Crane Stock. Also die Buffer Tube dient jetzt nicht als Akkufach. Da hinten ist eine Kappe drauf. Dementsprechend ist das fest. Zum Akkufach kann man hier diese kleinen 2 Klipsen zusammendrücken und die Buttplate nach hinten abziehen. Diese ist auch leicht gummiert und sitzt angenehm im Anschlag. An für sich muss ich sagen, ist die Verarbeitung vom Crane Stock überraschend gut. Wir haben keine Spritzgussnähte oder sonstiges und kann man auf jeden Fall gut damit arbeiten. Ja, denke, machen wir weiter mit unserem Schuss- und Chronotest. Machen wir noch schnell die Markings von der Waffe. Wir haben jetzt vom Schützen von auf der rechten Seite fast keine Markings, wir haben lediglich so einen komischen kleinen Aufkleber mit Bolt Airsoft und einem Barcode oder was das ist. Wenn man den einscannt, haben wir probiert, kommt er bei der Waffe bzw. bei der Bedienungsanleitung und Teile bei der Waffe raus. Ansonsten finden wir auf der rechten Seite keinerlei Markings. Tut man die Waffe drehen und geht vom Schützen aus auf die linke Seite, haben wir vorne ein schönes Bolt-Logo eingelasert und eine
Bezeichnungen, in dem Fall B4A1 Carbine 5,56 mm und eine Seriennummer für den EU-Markt 7388 in dem Fall. Dann haben wir noch einmal eine Aufschrift Made in Taiwan Bolt Airsoft und das Kaliber 6 mm und das FM Fünfeck natürlich und bei dem Feuerwehrhebel noch die Standard-Dinger eingraviert wie Safe, Semi und Vollautomatisch. Natürlich vollautomatisch in Deutschland verboten. Machen wir weiter mit dem Schusstest und mit unserem Chronotest. Gekront wie immer 0,20 Gramm Biokugeln und geschossen haben wir diesmal leider nur auf 25 Meter mit 0, was haben wir geschossen? 0,25, ne? Okay, mit 0,25 Gramm Kugeln und ja, wie gesagt, nur auf 25 Meter Indoor, also kein Wind etc. Und was wir da für Ergebnisse rausbekommen haben, das erklären wir euch jetzt. Wir machen weiter mit dem Technikpart von der Bolt MK12 und zwar habe ich es euch jetzt schon mal zerlegt. Habe jetzt den Motor schon hier. Bolt, sehr kräftiger High-Touch-Motor. Zieht gut was auf und könnt ihr auch gut verwenden. Das Ding ist einfach nur klasse. Legen wir die trotzdem mal auf Seite, weil wir schauen uns innen in die Gearbox rein, weil hier liegt der wahre Schatz der Bolt, ganz klar. Spulen wir schnell mal vor. So, machen wir weiter und zwar mit der Schimmung. Die Schimmung ist super perfekt gelöst. Also da braucht man auf jeden Fall überhaupt nichts dran machen. Die ist top. Was auch schön ist, ist zum Beispiel, ich gehe versuche es nochmal hinzukriegen. Wir haben hier die sogenannten Luftlöcher hier, die Gearbox Shell vors Reißen, vom Aufreißen bewahrt, um einfach eine gewisse Langlebigkeit zu erzielen. Jetzt machen wir es mal auf, wirft einem gleich die Feder schon entgegen. Jetzt bei der neuen Version, also der TBS mit Aluminium Spring Guide. Mit Kugellager die 110er Feder für die 1,4 Joule. Dann tun wir es mal auf. Und hier haben wir auf jeden Fall das, was die Bolt so auszeichnet. Wir haben hochwertige Internals verbaut, oder was heißt hochwertig? Stabile, langlebige Internals verbaut. Wobei man hier auf jeden Fall drauf aufpassen muss, oder was heißt drauf aufpassen muss, sagen muss, ich habe eine relativ einfache Abzugseinheit. Ich kann hier dann dementsprechend mir meine Abzugseinheit anpassen, wie ich sie will. Ich kann was Elektronisches reinbauen. Ich kann meinen Abzugsweg verändern, wie ich will. Ich kann, also Bolt lässt mich hier Spielraum für alle möglichen Geschichten. Wir haben mit 11,1 Volt Lipo kaum Verschleiß. Wir haben jetzt ca. 1000 Schuss durch und muss sagen, es ist keinerlei Verschleiß da. Hauptaugenmerk auf jeden Fall auf die Zylindereinheit bei dem ganzen System. Wir haben die normale Bolt Tappet Blade jetzt in Schwarz statt in Grün. Das normale Nozzle. Jetzt halt auch mit O-Ring. Also für das unheimliche Dichtigkeit von dem ganzen System. Wir haben einen schönen
Aluminiumzylinder hätte mit Doppel-O-Ring-Beschichtung, wie auch immer, die auf jeden Fall auch zur Dichtigkeit beiträgt. Wir haben einen schönen Aluminium-Zylinder-Head jetzt verbaut in der Gen 2 bzw. in der TPS-Version. Und was Bolt natürlich auszeichnet, ist der Voll-Aluminium-Piston mit Stahlzähnen und dem Aluminium-Piston-Head, was auf jeden Fall der Dichtigkeit, also ich brauche hier, also von dem ersten Moment an, von der ersten Minute an dichtet das System perfekt ab. Also ich brauche übelst Kraft, damit ich den Piston ein bisschen reindrücken kann. Und besser geht es eigentlich kaum. Die Gears sind Stahlgears, CNC gefräst und laufen sehr ruhig. Was mir jetzt auffällt, es ist wenig Schmierfett drauf, muss ich sagen. Ja gut, aber das ist, kann man nachjustieren, das ist das kleinste Problem. Aber sie macht ihren Job, sie wird lange ihren Job tun und wir haben hier auf jeden Fall eine Waffe, internals technisch, aus dem Karton rausmachen, aus dem Karton rausnehmen, loslegen, Spaß haben. Also mehr ist es nicht. 11,1 Volt Lipo und ja, kann losgehen, würde ich sagen. Ne? Ebenfalls den Lauf habe ich jetzt seit. Jetzt nicht da liegen, auch die Hop-Up-Kammer. Die Hop-Up-Kammer ist jetzt auch beim TBS in Generation 2. Heißt, sie ist aus Aluminium gefertigt und dichtet dementsprechend perfekt ab mit dem Nozzle zusammen. Der 6,00 mm Lauf, ja, Präzision ohne Ende, würde ich sagen. Ne? Also, internals-technisch ist die Bolt auf jeden Fall gehobene Klasse. Zu dem Preis kann man echt nicht meckern. Also da können da beruhigt zugreifen. Es ist zum Beispiel auch die erste Gearbox, wo ich keinerlei Verbesserungen ansprechen würde. Nehmen, spielen, fertig. Sind wir mit dem Technik-Part durch? Bleibt abschließend noch das Fazit zur Bolt MK12. Top. Also ich muss sagen, die Waffe ist für den Preis, wo man sie kaufen kann, echt super. Also die äußerliche Verarbeitung ist spitze, kann man echt nicht meckern. Im Inneren ebenfalls gehobene Klasse. Zu dem Preis finde ich sie echt super. Also wie gesagt, ich kann hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen, wenn man auf Realismus noch ein bisschen steht. Gerade bei AEG oder SAEG ist das immer ein bisschen schwierig zu handhaben. Es gibt bei Sniper S zum Beispiel noch die Möglichkeit, das Brass-Nachrüstkit einzubauen für einen spürbaren Rückstoß. Dieser ist auch jetzt nicht unbedingt außer Acht zu lassen, den spürt man ordentlich. Also da muss man auf jeden Fall sagen, das Ding ist nicht von schlechten Eltern. Und ansonsten kann ich nichts zu der Waffe sagen. Mir fällt jetzt nichts negativ. Ach doch, ein was. Das Riss natürlich. Das haben wir natürlich im Detail schon angesprochen. Das Riss, wie ich es jetzt bekommen habe, das hat ein bisschen gewackelt, aber durch Nachziehen der Barrel Nut ist das überhaupt kein Problem. Da ist das oder ein Delta Ring oder was auch immer das ist, kann man das fixen. Das war bloß ein bisschen lose, aber ansonsten ist das Ding top. Wie gesagt, 11,1er Libo verträgt sie. Mit dem MOSFET ein super Ansprechverhalten. Ja, also wie gesagt, ich kann nur schwärmen von dem Ding. Muss sagen, geile Kanone, super Reichweite und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag oder je nachdem, wann ein Video kommt. Ja, wie gesagt, es hat euch hoffentlich gefallen und mir bleibt hier, um mich zu verabschieden. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und euer Heubi FV. Macht's gut. Ciao.